Herzlich willkommen zum Bernecker Tagestipp am Dienstag. Wir wollen auf den MDAX blicken und genauer auf die SGL Group. Unser Experte dazu im Studio, Oliver Kantem. Herr Kantem, SGL Carbon, wie sieht das Geschäftsfeld von diesem Unternehmen aus? SGL Carbon ist einer der weltgrößten Hersteller von Carbonprodukten. Das fängt bei Graphit an für alle möglichen industriellen Anwendungen. Das fängt bei Kohlenstoff- und Carbon-Elektroden an, die man für die Stahlherstellung braucht, für die Verhüttung von Metallen, auch in der Aluminiumindustrie verwendet. Das geht über Carbonfaser und über Verbundwerkstoffe und auch Bremsscheiben für Flugzeuge und für Autos. Generell kann man sagen, die Produkte von SGL Carbon werden von den Kunden verwandt, entweder für industrielle Fertigungsprozesse, die man halt braucht, damit diese Prozesse überhaupt stattfinden können, oder halt die Produkte werden direkt verbaut in den Endprodukten der Kunden. Das heißt, es werden richtige Komponenten hergestellt, die dann in die Endprodukte so eingehen. Ein bisschen genauer wollen wir uns jetzt mal die Produktgruppen Carbon und Produktgruppen Verbundstoffe, Materialien und Verbundstoffe, Komponenten angucken. Was ist denn so das Besondere an diesen Produktgruppen? Also generell der Grundbaustein dieser Produktgruppe sind Carbonfasern, die dann verwendet werden im Zusammenspiel, im Verbund mit Glasfasern oder Aramidfasern. Das kann man sowohl als eigene Faser oder als komplette Bauteile verwenden. Und der Vorteil von diesen Produkten aus diesem Werkstoff ist das sehr geringe Gewicht, die sehr hohe Belastbarkeit und die Elastizität. Und da kann man das natürlich sehr gut verwenden in Prozessen oder bei Produkten, wo halt genau diese Qualitäten verlangt werden. Zum Beispiel in der Windkraftindustrie, das heißt die Rotorblätter von den Windkraftmühlen, die sind aus diesen Verbundwerkstoffen, oder halt natürlich auch im Automobilleichtbau oder im Flugzeugbau. Flugzeugbau ist dann noch genau das richtige Stichwort. Hier hat ja jetzt die SGL Group einen großen Auftrag an Land gezogen. Was verbirgt sich dahinter und vor allen Dingen auch, wie prestigeträchtig ist denn jetzt dieser neue Auftrag? Ja, ob der Auftrag jetzt so groß ist, weiß man noch gar nicht. HITCO, das ist eine Tochtergesellschaft von SGL Carbon, hat von Lockheed Martin einen Auftrag bekommen. Und zwar geht es da um den neuen F-35, um das erste Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug der Welt. Das wird ja derzeit entwickelt. Das Projekt geht aus dem Joint Strike Fighter-Programm hervor. Lockheed Martin hat da 2001 den Zuschlag bekommen, damit auch den Konkurrenten Boeing ausgestochen. Und HITCO, also die SGL Carbon Tochter, ist in Kalifornien angesiedelt. Die hat jetzt von Lockheed Martin einen Auftrag bekommen, für diese F-35-Maschine eine Triebwerksummantelungen und Tragflächenverkleidung herzustellen. Über das Volumen des Auftrages wollte man noch nichts sagen. Es seien wohl erstmal nur kleinere Stückzahlen. Das Programm soll jetzt erstmal über 5 Jahre laufen, aber die Fantasie liegt in der Zukunft, denn neben den amerikanischen Streitkräften, die mit dieser Maschine ihre F-16 und A-10-Flugzeuge ersetzen wollen, wollen auch die britischen Streitkräfte ihre Sea Harrier Senkrechtstarter mit dieser F-35 ersetzen und auch 9 andere Partnerländer wollen die F-35 langfristig ins Programm nehmen. Bis 2035 sollen von diesen Maschinen insgesamt 3.100 Stück verkauft werden. Und wenn SGL Carbon bzw. HITCO da zum Zuge kommt bei diesem ganzen Programm, dann hat das natürlich schon einiges an Potenzial. Hört sich ja schon mal nicht schlecht an, also erfolgsversprechend für die Zukunft. Blicken wir nochmal auf den Produktstoff Carbon an sich. Ist das ein Produktstoff für die Zukunft? Weil Sie haben ja die Vorteile schon genannt, einfach zu verarbeiten, auch viel leichter als andere Werkstoffe. Wird er immer mehr in den Vordergrund rücken? Da gehe ich fest von aus, insbesondere im Flugzeugbau und im Autobau. Bei Flugzeugen sehen wir ja den Trend, dass die Materialien immer leichter werden müssen, weil man natürlich den teuren Kraftstoff sparen will. Der Kostendruck bei den zivilen Luftfahrtlinien ist sehr, sehr groß. Und wir sehen ja jetzt auch hier bei dem Boeing Dreamliner 787, das ist ja das weltweit erste Flugzeug, wo im Rumpf Verbundmaterialien, unter anderem Carbon mit Carbonfaser, verbaut worden sind. Das heißt, dass große Teile des Flugzeugrumpfs nicht mehr aus Aluminium oder Titan bestehen, so wie es bisher der Fall war, sondern halt aus diesen Verbundwerkstoffen. Bei diesem 787 Dreamliner-Projekt ist übrigens SGL Carbon auch mit einigen Teilen mit dabei. Also auch hier wieder hochbelastbare Werkstoffe sind gefragt, die sehr leicht sind, dabei auch flexibel sind, aber natürlich auch im Autobau. Auch hier CO2 und die Klimadiskussion
Downsizing ist das Thema. Es sollen immer kleinere Motoren gebaut werden, beziehungsweise effizienter Motoren, die weniger Kraftstoff verbrauchen. Aber denselben Effekt kann man natürlich auch erreichen, wenn man das Fahrzeuggewicht reduziert. Und das geht natürlich über leichtere Werkstoffe. Und da bieten sich natürlich auch wieder diese Carbon-Verbund-Werkstoffe an. Also da sehe ich für die Zukunft ein sehr, sehr großes Potenzial. Bei SGL Carbon bietet oder hat dieses Geschäftsfeld bis jetzt noch nicht erwähnenswert zur Ertragsentwicklung beigetragen. Bis jetzt war dieser Geschäftszweig war eher so eine Wachstumshoffnung. Aber aufgrund der Gründe, die ich Ihnen gerade genannt habe, glaube ich schon, dass so in den nächsten 2-3 Jahren, dass dieses Geschäftsfeld sich weiter in den Vordergrund spielen wird. Sie haben es gerade schon angedeutet, ein paar Zahlen genannt. Kommen wir natürlich jetzt zu den fundamentalen Daten des Unternehmens. Wie sah es denn da in der Vergangenheit aus und vor allen Dingen, was wir natürlich mehr wissen wollen, wie sieht es denn hier auch in der Zukunft aus? Generell ist es natürlich so, SGL Carbon ist in einem zyklischen Geschäft tätig. Und da hat man natürlich im Jahre 2009 auch ganz deutlich die weltweite Konjunkturkrise zu spüren bekommen. Wir haben Umsatzminus von 18,6% gehabt und laut den durchschnittlichen Analystenschätzungen wird höchstwahrscheinlich ein Verlust von rund 7 Millionen Euro auflaufen. Aber es gab jetzt im Dezember gab es nochmal eine Meldung von SGL Carbon aufgrund der geringen Kapazitätsauslastung, aufgrund von Preisdruck und der Neubewertung von latenten Steuern wird man wahrscheinlich noch einige Abschreibungen vornehmen müssen. Und da gibt es jetzt mittlerweile Analystenschätzungen, die gehen sogar bis zu einem Verlust von 70 Millionen Euro aus. Aber 2009 ist natürlich ein Blick in die Vergangenheit. 2010 wird es schon wieder besser aussehen. Da wird SGL Carbon wahrscheinlich einen Gewinn von 60 Millionen Euro schreiben können, bei einem leichten Umsatzwachstum von rund 7%. 2011 schon wieder noch eine deutlichere Gewinnsteigerung, 98 Millionen Euro. Und 2012 wird es dann laut den Analystenschätzungen ein richtiges Gewinnwachstum geben. Und zwar da wird ein Gewinn von 224 Millionen Euro erwartet. Wenn man jetzt derzeit auf die Bewertung guckt, dann erscheint die Aktie recht teuer mit einem KGV per 2010 von rund 25. Aber wir hatten ja, wie gesagt, hatten ja jetzt ein recht schlechtes Jahr hinter uns. Jetzt muss sich die Gewinnsituation erstmal wieder ein bisschen konsolidieren. Und wenn man dann auf das Jahr 2011 blickt, dann sind wir schon wieder bei einem recht erträglichen KGV von rund 15. Und per 2012, wo diese starke Gewinnsteigerung erwartet wird, da liegt das KGV dann bei moderaten 6 bis 7. Das hört sich ja ganz gut an. Aber 2012, jetzt natürlich die Frage nach dem Einstiegszeitpunkt. Die Aktie ist jetzt ein bisschen zurückgekommen. Sollte man jetzt schon auf den Zug aufspringen oder kann man sich auch noch ein bisschen Zeit lassen und erstmal die weitere Entwicklung bei SGL Carbon abwarten? Generell ist es so, es ist jetzt keine kurzfristige Empfehlung. Ich hatte ja gerade gesagt, dass die Fantasie, die aus diesem Geschäftsfeld Verbundwerkstoffkomponenten und Verbundwerkstoffmaterialien hervorgeht, das ist eher langfristig ausgelegt und das wird sich erst in den nächsten 2-3 Jahren ergeben. Das heißt, der Einstieg eilt jetzt erstmal nicht. Generell kann man jetzt vielleicht schon einen Fuß in die Tür stellen, vielleicht schon mal eine Einstiegsposition nehmen, eine kleine. Wir notieren gerade knapp unter 22 Euro. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein guter Einstiegszeitpunkt im Bereich von 20 bis 21 Euro ist. Vielleicht tippt die Aktie im Rahmen einer zu erwartenden Korrektur am Gesamtmarkt vielleicht auch noch mal ganz kurz unter die 20-Euro-Marke. Das heißt, hier kann man durchaus abwarten, ist jetzt keine großartige Eile geboten. Vielen Dank, Oliver Kantem, Redakteur vom Frankfurter Tagesdienst. Nein, vom Frankfurter Börsenbrief, Entschuldigung. Herr Kantem, das war der Tagestipp am Dienstag. Heute genauer unter der Lupe die Aktie von SGL Carbon. Ich hoffe, wir konnten sie Ihnen ein bisschen schmackhaft machen. Wenn Sie möchten, Herr Kantem hat ja gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, einen kleinen Fuß in der Tür zu haben. Also, wenn Sie dieser Empfehlung folgen möchten, dann tun Sie das. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen viel Erfolg an den Börsen.